Aloha, Freunde, Part Nummer 8 von Cube Life Island Survivor. Ich hab's schon wieder gesagt. Island Survival. Aber ich hab's besser gesagt als im letzten Part. Da war es ja Survivor oder so ähnlich. Ich habe mir jetzt nochmal alles angeschaut. Und ja, gleich verschwinden unsere Feinde. Na, da rennen sie doch schon. Und wir können anfangen, die Treppe hier zu bauen. Und ganz wichtig, wir können Kohle abbauen. So, das und das. Treppe, Treppe. Wie ich jetzt genau dahin komme, weiß ich noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Da und da. Ich brauche ja auch noch sowas wie ein Geländer, dass ich nicht runterfalle, wenn es hektisch wird. Das war jetzt gerade schon wieder doof. Also wie soll ich das jetzt unten dran bauen? Da gehen wir jetzt erstmal drauf. Ja, also hier für die Insel habe ich große Pläne. Logisch, muss was trinken. Wenn er uns so nett dran erinnert, tun wir das natürlich auch. Aber speichern geht immer relativ schnell. Der Rest ist alles immer ziemlich lang, muss ich sagen. Ich glaube, ich wäre fast schon runtergefallen. Ich glaube, ich fange von unten an, die Treppe hochzubauen. Das ist mir gerade mir echt ein bisschen zu blöde. Aber wie komme ich jetzt runter? Ich habe mir nämlich. Verdammt. Ich habe nämlich das zugebaut, wo ich ja eigentlich. Da, genau. Das war ja eigentlich mein Zugang. Gut. So. Da oben ist er. Das müsste rein theoretisch hier enden. Ich versuch's mal. Ich baue schon mal ein paar Sachen hier hin, um zu gucken. Ich bin nicht auf. Erstmal schauen, ob das überhaupt geht. Das finde ich natürlich geil. Ich stehe gar nicht mehr auf dem Block. Was ein Quatsch. Sag mal. Mensch, Mensch, Mensch. Dahin. Dahin. Da. Oh, das wird ein langer, langer Weg. Wenn das überhaupt bis oben reicht. Ich bin mir echt nicht sicher. Das ist doof, ich komme da nicht mehr ran. Ich muss mir ja. So. Zack. Drauf. Zack. Und schon komme ich nicht mehr ran. Das geht doch perfekt. Nee, das funktioniert auch nicht mehr. Jetzt. Na, dann machen wir es halt so. Ich kann das hier jetzt nirgends ansetzen. Ob jetzt. Wir sollten aber hinten anfangen. Um ehrlich zu sein, sind mir das jetzt gerade zu viele Stufen aneinander. Das ist auch nicht so schlimm. Wieder weg. Ich krieg das schon hin. Keine Panik. Irgendwie klappt das. Da eins hin. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon so die ungefähre Höhe. Ja, das sieht gut aus.
zack und zack. Jetzt mal eine Etage tiefer. Zack. Hauptsache ich fall nicht runter. Nein, das war falsch. Ich hätte nicht gedacht, dass das einen das so Kopfzerbrechen bereitet. Da dran, da dran. Zack. Da noch, da noch. Da noch. Achso, wir sind schon unten. Gut. Naja. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Na, wo kommen wir dann da raus? Ich würde sagen, da kümmere ich mich dann später drum. Ja. Wir machen erstmal ein paar andere Sachen. Wir suchen erstmal nach irgendwelchen Erzen. Und vielleicht auch noch nach. Auch noch nach Perlen. Hier sehe ich nichts. An Bodenschätzen. Nein. Kann ich mir wieder am Bein gebrochen? Da ist eine Muschel. Drinne. Noch irgendwas? Hier kommt das Kamikaze-Huhn. So, das ist auch nichts. Vielleicht ja da hinten. Ist da oben, ja toll, die sollen da hinkommen. Wir müssen ja nicht sonst was bauen. Ach Mensch. Macht mir doch nicht so schwer. Also es ist praktisch, dass ich im Sprung mir hier ein Türmchen bauen kann. Nur warum ich jetzt die Holzdinger benutze, weiß ich auch nicht. Oh, haben wir noch mehr. Oh, oh, oh. Haben wir hier eine Ader entdeckt? Das gefällt mir. Aber irgendwie kommt da nichts raus. Verstehe ich gerade nicht. Oh, da ist mal was. Also mit dem Werkzeug geht das bedeutend schneller, aber das Werkzeug geht natürlich auch sehr schnell kaputt. Und hier ist aber viel. Das ist doch genau... Sowas habe ich doch gesucht. Na komm. So, hier haben wir noch einen Block. Das war's dann erstmal. Hier haben wir noch zwei Blöcke. Und es geht weiter. Und es geht noch weiter. Uiuiui. Ich weiß gerade nicht, wie hoch ich hier... Na, wir haben noch ein bisschen Zeit. Weil das werde ich wahrscheinlich nie wiederfinden, hier die Ecke. Zehn Stück haben wir schon und es geht noch weiter. Hätte es nicht Gold sein können? Obwohl ich ja nicht weiß, was mir das bringt. Das ist ja auch immer so... Was ist das jetzt? Das ist ja auch immer so diese Frage, was nimmst du mit auf einer... Oder was bringt dir das, wenn du reich bist und landest auf einer Insel? Da hast du ja mal gar nichts von. Aber so ein bisschen Gold wäre schon ganz geil gewesen. Es macht irgendwie glücklich. Ne, das war's. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch irgendwo im Berg noch mehr drinne ist, klar, aber ich will jetzt nicht den ganzen Berg hier auseinandernehmen. Aber hat sich gelohnt, 10 Stück.
sind auf jeden Fall schon mal 10 Fackeln, weil Stöcke haben wir genug. Die kriegen wir auch schnell wieder hin. Und dann werden wir... Von wo kam ich denn jetzt? Dann werden wir hier nochmal tauchen. Ist aber gar nichts. Warum sind hier Steine? Ist da was drin? Nein. Oder? Nee. Das ist einfach nur der Berg. Ja. Da ist nichts weiter. Ich frage mich, ob hier vielleicht wirklich irgendwann irgendwo mal was versteckt ist oder. Oder ob das. Ob du wirklich jede Ader von vornherein siehst. Er hat sich manchmal mit dem Springen. Oder ist das. Ja, ja, ist doch was. Oder ist das nur bei mir so? Und schon wieder ein Level up. Das bringt mir sehr viel. Ich will noch mehr. Los. Ich sehe aber nicht. Es passiert hier aber doch ein bisschen mehr. Ich würde das miese Krebelvieh. Na, es passiert ja ein bisschen mehr. In dem Video, da kann ich gar nicht über andere Sachen reden. Weil mich das ja so mitnimmt. Ja. Jetzt rede ich davon, dass ich nicht viel mehr reden kann und dann baue ja wieder einfach nur Holz ab. Was ist denn das für ein Baum? Oh, ja, Kokosnuss. Kokosnuss kann man nie genug haben. Halt, Moment. Obwohl. Ich kann mir ja da wieder was hochbauen. Das geht ja relativ schnell. Hauptsache, ich habe erstmal das Holz. Ja, draußen wird es wenigstens endlich mal wieder angenehm. Von der Temperatur. Ich meine, ich mag Sommer. Also mehr als Winter. So, mich stören auch die ganz extrem hohen Temperaturen nicht unbedingt. Weil wenn es wirklich zu heiß ist, dass man kaum rausgehen kann. Also für mich fühlt sich das eh ein paar Grad kühler an als bei euch. Als bei den meisten. Ich habe einen etwas anderen Stoffwechsel. Das kriege ich immer bei meinen Freunden mit. Die schwitzen sich einen ab und da habe ich noch langärmlich an. Das interessiert mich dann eigentlich eher weniger. Aber wenn es jetzt wirklich so extrem ist, wo ich dann auch sage, ja gut, ist ein bisschen heftig, dann bleibe ich dann auch zu Hause. Oh, es ist schon 18 Uhr. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Sollten wir uns beeilen. Ich glaube, jetzt sehen wir unser Haus auch etwas leichter. Na komm. Ich sag, wir sehen unser Haus leichter. Wo ist es? Sag mal, wo ist es? Ach, da hinten. Hier runter. Jo. Na, ich werde hier noch den richtigen Weg finden. Ah, hier verläuft man sich doch ab und zu mal. Aber Moment. Können die da schon hoch? Ich baue mal lieber noch das ab. So.
glaube, das müsste so reichen. Hä? Jedes Mal. Gut. Und wir sind wieder oben. Jetzt machen wir einfach mal zu. Sonst falle ich da vielleicht noch runter. Ja, sieht gut aus. Jetzt machen wir uns als erstes Fackeln. Das war doch, glaube ich, so. Richtig. Nee. Das. Und erstmal 5. Sehr schön. Tun Dreck hier hoch. Altes Blätterkrams brauchen wir. Das ist Sand. Ich glaube, kann man auch hier hin tun. Braucht man ja nicht immer. Was kann ich eigentlich damit machen? Kann man damit irgendwas bauen? Achso, ja klar. Hm. Quatsch. Kann ich damit was anfangen? Bringt mir jetzt nichts, ich habe nicht genug. Wie war denn das mit Kisten? Wie ging denn das mit Kisten? Weil Kisten bräuchte ich langsam auch. Was ist die Dinger? Stab. Kiste. Ach, nehmen wir noch eine. Was ist das? Da guck ich. Da gucke ich lieber erstmal nach. So, 2 Kisten dürften reichen. Ach Mensch. Die brauchen wir noch. Okay. Trinken brauchen wir. Wo ist mein Eingang? Ja. Das hier können wir zum Aussichtspunkt machen. Eine Fackel. Dann setz mal hier eine Fackel hin. Das hier muss man ein bisschen ausbauen, das gefällt mir nicht. Obwohl, das kann ja die Toilette werden. Wie kriege ich jetzt deine Verbindung? Ich wollte eigentlich gucken, ob das geht. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Machen die da unten? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Vieh? Das hat auch noch eine Waffe. Na klasse. Der hat mir meine Brücke kaputt gemacht. Oder war ich das? Ja, die sehen schon krass aus, aber das Vieh, das ist ja dann nochmal eine Nummer verschärfter. Das ist ja schon eine Killer-Kannibale. So. Oh, ich kann jetzt doch schon verbinden. Ja, kann ich. Da die bis jetzt noch nicht von da drüben kamen, nehme ich an, dass die da auch nicht hochkommen. Ich hoffe es. Na gut, die Dinger sind ja schnell abgebaut. Ja, sind so schnell abgebaut. Das interessiert mich jetzt nicht weiter. Das macht mir etwas Gedanken. Na, die scheinen auch nicht die hellsten zu sein, denke ich mal. Es sind noch 2 Bäume hier.
Ja. Das Vieh ist echt krass. Na ja, gut. Ach, wir lassen die einfach mal so hoch. So. Baumhammer. Ach, die haben wir gar nicht so viel. Ich wollte gerade sagen, Baum haben wir genug, aber. Nee. Haben wir nicht. Das ist ein Mangobaum. Liegt da die Mango, die will ich jetzt natürlich haben. Da ist noch ein Loch. Ups. Da ist jetzt nicht rein. Da ist noch. Da. Wollen wir zusammenwachsen? Was mich jetzt auch interessiert, ist das bei euch genauso? Sehen die Inseln genauso aus? Also sind die zufallsgeneriert oder sind das immer die gleichen Inseln? Das interessiert mich jetzt. Ja. Weil vielleicht fange ich irgendwann mal wieder ganz von vorne an, wenn ich hier ziemlich weit bin. Und, da wäre es interessant zu wissen, ob das alles identisch bleibt oder ob sich das alles neu generiert. Gut, ich denke mal, wir haben erstmal ein bisschen was geschafft. Würde ich sagen, beenden wir jetzt auch den Part. Mein Gamepad macht nämlich auch gerade so langsam die Biege. Erstmal speichern. Das ist immer auf der sicheren Seite. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Dann, ja, genau an der Stelle wieder. Muss ich jetzt nicht warten, bis neuer Morgen angebrochen ist, weil kann ich ja gleich mal weiterbauen. Alles klar, dann danke fürs Zuhören und bis bald.